Hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Outriders. So, weiter geht's. Achso, ja. Wir haben uns ja verändert wieder. Sehen ja jetzt so aus, ohne Schminke. Haare braun. Gut. Und wir haben uns Sachen gekauft gehabt. Naja, so. Wir kriegen bestimmt noch bessere Sachen. Aber wo muss ich denn hin? Wo laufe ich denn hin? Doch, ist schon richtig nach oben. Sprechen. Nein, weil er tun und lassen kann, was er will, verdammt. Hey, da bin ich froh, mal ein bekanntes Gesicht zu sehen. Du siehst aus wie damals. Und du bist alt geworden, mein Freund. Was auf dem Gang war, Seth, was macht er denn hier? Unser Flehen ignorieren. Ist er nicht auf eurer Seite? Seth, der steht auf gar keiner Seite. Die Rebellen haben Veränderte, das ist ein Albtraum. Zum Glück taucht Seth manchmal auf und schlägt sie zurück. Aber nur, wenn ihm das gerade in den Kram passt. Hey, passt doch auf! Du weißt nicht, wie übel es ist, Outrider. Wir dachten, wir entkämen der Apokalypse. Wir dachten, wir könnten ganz neu anfangen. Tja, wir lagen falsch. Ich lag falsch. Shira. Ich habe hier das Sagen. Weil ich die einzige Offizierin bin, die noch lebt. Die Rebellen vor unserer Tür, die sind brutal, sadistisch und haben uns umzingelt. Uns fehlt es an Nahrung, Munition. Und wenn uns diese Freaks nicht töten, dann bestimmt der Planet. Willkommen zurück. Für den schwarzen Pilz im Wald gibt es kein Heilmittel. Die Berge voller Abscheulichkeiten. Die Anomaliestürme werden jedes Jahr stärker. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wenn wir keinen Weg aus dem Tal finden, wenn kein Wunder geschieht, ist es mit dem Rest der Menschheit endgültig vorbei. Shira! Ich habe jetzt Kräfte, die ich nicht verstehe, aber vielleicht gibt's einen Grund. Ja, du bist... Jetzt weiß ich, warum ich dir damals das verdammte Leben gerettet habe. Und du hast dir das bestimmt ganz anders vorgestellt. Ich beschwere mich nicht. Aber ich begreife es nicht. Am Tag der Landung hat der Sturm Cuthbert zerrissen, mich nicht. Warum? Warum wurde ich... Verändert? Woher soll ich das wissen? Wenn der Sturm kommt, werden manche zerfetzt, andere kriegen rosa Punkte, tja. Und manche werden zu... scheiß Unsterblichen. Die Anomalie ergibt keinerlei Sinn. Sie hebt die Naturgesetze auf, mutiert das, was sie berührt. Die besten ECA-Wissenschaftler haben versucht, die Stürme zu verstehen, zu zähmen. Sind alle tot. Du hattest einfach Glück, Boss. Naja, oder auch nicht. Hauptsache, du bist auf unserer Seite. Ein Veränderter behindert den Nachschub und unsere Waffen richten nichts aus. Bei der alten Solaranlage. Seth wollte uns ja nicht helfen, aber jetzt bist du da. Hey, warum nicht? Ich könnte der Menschheit Zeit verschaffen. Lieutenant, was zur Hölle war das? Die ganze Front ist kollabiert! Wie ein Erdbeben oder... Wir haben unsere erste Verteidigungslinie verloren! Unterwegs. Los, los, los! Hey. Falls sich keine Gelegenheit mehr ergibt, ich hab dich gesucht. Aber alles ging schief. Wir rannten um unser Leben. Vergiss es. Ich lebe.
Ich wäre schon 10-mal gestorben, wäre Tanner nicht gewesen oder She-Ra. Ich muss jetzt meine Schulden begleichen, Jakob. Boss, ich hab dich vermisst. Gut, dass du wieder da bist. Jetzt knöpft ihr diesen Veränderten vor, damit wir den Kampf wieder aufnehmen können. Okay. Vorsicht, Outrider. Da draußen ist es übel. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber She-Ra, ich habe noch 30 Jahre an Fragen für dich. Falls du in einem Stück zurückkehrst, frag mich ruhig. Ob ich auf alles eine Antwort habe, weiß ich nicht. Missionen. Oh, wir haben eine neue Fähigkeit. Jagdfieber. Wähle einen Gegner und teleportiere hinter ihn, wobei du einen Bonus auf dein 23 Schild erhältst. Okay. Klassen. Okay. Oh, das ist aber ein riesiger Baum. Klassenanzeige. Um deinen Charakter zu verbessern, nach Erreichen bestimmter Charakterstufen erhältst du mehr Punkte. Okay, haben wir im Moment nicht. Nee. Wieder sehen, Riften. Kämpf dich bis zum Solatum durch. Okay. Tagebuchnotiz. Hier ist Tagebuch. Jakob Drabowski, nörgelnder Mechaniker. Oh, viel zu lesen. Ja, ihr könnt ja euch das durchlesen. Auf Pause drücken. Okay. Die anderen können wir uns das nächste Mal durchlesen. Der Idiot. Outriders. Jack Tanner ist tot, oder? Jakob haben wir. Ah, das ist er. Olivia Magnus. Sibyl Mai Floras. Die Bluthunde. Oh, es gibt mehrere Gruppen. Die Rebellen. Enoch Colonization Authority. Und die Outriders. Okay. Nachricht von einem Bluthund. So eine scheiße Merch hat beim Kartenspiel mein letztes Geld gewonnen. Und auch nachdem wir ihn beim Falschspielen erwischt hatten, wollte er es nicht zurückgeben. Dann tauchte dieser besoffene osteuropäische Typ aus dem Nichts auf und klaute den Wodka, mit dem ich mir genug Geld verdienen wollte, um dieses Drecksloch so weit hinter mir zu lassen wie möglich. Und vorher hatte der mich noch auf mein einziges Shirt gekotzt und meine Scheißwaffe kaputt gemacht. Das ist ziemlich scheiße viel, weil Barker nämlich gesagt hat, dass er mich ohne Waffe nicht losschickt. Und da nur die Bluthunde, die rausgehen, auch was zu essen bekommen, habe ich seit 2 Tagen nichts weiter als ein paar Würmer gefressen. Verdammte Scheiße alles. Vielleicht wird alles besser, wenn wir die Kontrolle über den Markt bekommen und die Leute alles von uns kaufen müssen. Vielleicht muss ich dann nie wieder einen Scheißwurm fressen. Ich muss nur die Händler, die sich gegen uns organisieren wollen, in Angst und Schrecken versetzen. Okay.
Das sind die Kakting-Gegner. Außerirdische Kreatur und Maxwell Guard, ja. Reiner. Mehr kennen wir noch nicht. Ein paar Bilder. Das war unsere Anfangsposition. Siemensland. Wie gesagt, drückt auf Geschichte des Wahnsinns von RT Elliot, das offizielle Archiv. ECA-Festung. So. Geschichte. Ja, das machen wir irgendwann mal alles. Wir gehen mal wieder runter. Für den Reitermission, wo finde ich den? Nö. Missionskarte nur. Okay. Da ist eine Mission. Hier nicht. Alles hat seinen Preis. Auch für Veränderte. Komm und zieh dir meine Ware an. Du findest garantiert ein Stück, das dir gefällt. Hä? Mr. Chang. Komm, erstaune mein tolles Sortiment. Ein andermal, Mister. Ich habe einen echten Scheißtag. Ah, für uns alle weht ein rauer Wind. Komm, einen Schluck heißen Tee. Recht bescheidenes Angebot. Oh, beachte diesen Krempel gar nicht. All die guten Sachen sind... Hättest besser gezahlt, Alter! Du bist verändert? Wusste ich nicht. Ist mir egal. Er wollte mir gerade die guten Sachen zeigen. Hab nur Befehle ausgeführt. Wessen Befehle? Barker! Der Anführer der Bluthunde! Er will alle Händler in Rifttown ausschalten, die nicht für ihn arbeiten! Was ein Scheißtag! Oh. Ah, toll. Okay. Was ist denn passiert? Die Rebellen haben sich durchgetunnelt und die verdammte Front in die Luft gejagt. Wenn du den Nachschubweg nicht öffnest, sind wir erledigt. Bitte, ich hungere seit Tagen. Hast du was für mich über? Ein Schuh? Ein Gürtel? Was? Oh Gott. Die Grand Marshal hat uns auf Patrouille geschickt. Das ist ja interessant. Zittern deine Hände? Keiner ist so blöd wie jetzt. Muss ich schon wieder hier rein? Waren wir nicht hier schon? Okay, Ladebildschirm. Das Versteck der Bluthunde. Hier unten ist Barker irgendwo. Oh, manchmal hat das aber hier Baukler, die mich nerven. Wir
Wir haben ja jetzt eine neue Fähigkeit, ne? Sollen wir die mal ausprobieren? Steht hier. Das war knapp. Ah, immer dieses Nachladen. Ich bin heute konzentriert. Ich bin tot. Das erste Mal gestorben. Das Versteck der Bluthunde. Hier unten ist Barker irgendwo. Okay. Dann... Ich bin wackelig heute. Den... Und dann... Mach schon. Lad!
Okay. Noch einer. Wartet ihr mal. Jetzt ist mal Moment Ruhe im Karton hier. Na. Okay, irgendwas kann ich öffnen und öffne das doch mal. Wie schaut's aus mit Waffen? Ist eigentlich am besten im Moment. Na komm raus da. Jetzt ist mein Problem mit der Waffe. Wechseln. Waffe. Bin heute ein bisschen unkonzentriert, habe ich das Gefühl. Ich bin nicht auf dem Senkel da oben.
Von wo kommt denn da? Hä? Okay. Ihr wollt es so. Reicht es so. Okay. Nervensägen hier alle. Gibt's hier sonst noch was zu looten? Schon wieder einer. Nein. Okay, ich nehme die wieder. Ach, ich wollte doch keinen Wegfinder. Ist die Kiste? Irgendwo noch etwas, was man ja gerne übersieht hier. Nein, hier gibt es nichts. Sonst irgendwo? Nein. Okay. Hier vielleicht noch was. Ich guck gleich mal, was wir eingesammelt haben. Was haben wir denn eingesammelt? Ja. Okay. Gut. Haben wir nur das. Dann... Hoppla. Na. Gehen wir da jetzt noch rein? Schauen wir mal, was uns da erwartet. Verpiss dich! Sie gehört jetzt mir! Wer? Das Mädchen? Ich will sie nicht retten. Bist du Barker? Kennen wir uns? Mr. Chang lässt dich grüßen. Ach, komm schon. Ich war doch noch gar nicht fertig. Du hast so lange gebraucht. Ich hatte mir einen Spruch zurechtgelegt. Trotzdem danke für die Rettung. Nochmal, wegen dir bin ich nicht hier. Sagtest du, geht's Mr. Chang gut? Mm-mm. Wichser! Als wären Rebellen noch nicht genug, die uns das Leben zur Hölle machen, ziehen auch noch miese Gangster durch die Straßen, die uns hier drinnen abmurksen. Ja, ich kenne das Spiel. Es hat sich nicht viel verändert. Hey, das war gut von dir. Du hast ein Arschloch beseitigt und ich komme heile nach Hause. Oh. Übrigens, ich bin Eva. Mein Stand ist nahe bei Changs. Schau doch gerne mal bei mir rein. Machen wir doch gerne. Okay. Was gibt's noch hier? Sonst nix. Oh. Oh, was ist das denn? Eine Liebesschaukel? Ja, gut. Reisen wir mal zurück. Sehenswürdigkeiten. Händler. Achso, ich muss halten. Reise wird initiiert. Bitte warten. Sehr schön. Wieder eine Mission. War zwar nur eine Nebenmission,
Aber haben wir erledigt. Okay, wir sind das erste Mal gestorben. Ja, ich bin ein bisschen unkonzentriert. Habe auch schließlich gearbeitet. Vorher. Da kommen wir nicht entlang. Ah, hier. Ich würde aber sagen, ihr Lieben, ich mache mal einen Break. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks, würde ich mich sehr drüber freuen. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin, adios.